Willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um Auftrieb und Strömung. Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem Auftrieb. Es wird unterschieden zwischen statischem und dynamischem Auftrieb. Fangen wir mal an und klären, was statischer Auftrieb ist. Der statische Auftrieb entsteht durch Druckunterschiede zwischen Ober- und Unterseite des Körpers in einem Medium. Das Medium kann Luft oder irgendeine Flüssigkeit sein. Der Auftrieb greift am Volumenmittelpunkt des Körpers an. Dieser ist nicht immer identisch mit dem Körperschwerpunkt und die Wirkungslinie geht senkrecht nach oben. Die Größe der Auftriebskraft entspricht dem Gewicht des verdrängten Flüssigkeitsvolumens. Die Formel dafür lautet F ist gleich Rho mal G mal V. Rho steht für die Dichte des Mediums und V für das vom Körper verdrängte Volumen. Der Faktor G steht da noch, weil die Schwerkraft auch einen Einfluss darauf hat, wie tief der Körper in das Wasser eindringt. Ich sage es noch einmal, die Schwerkraft setzt am Körperschwerpunkt an, die Auftriebskraft am Volumenmittelpunkt. Was heißt das eigentlich? Naja, das bedeutet so viel, wenn wir flach auf dem Wasser liegen, dann entsteht ein Drehmoment, welches in den meisten Fällen dazu führt, dass unsere Beine nach unten kippen. Da sich der Volumenmittelpunkt, hier das lilane Kästchen VM, meist über dem Körperschwerpunkt befindet. Beim weiblichen Geschlecht allerdings sind die beiden Punkte, KSP und Volumenmittelpunkt, viel näher beieinander, sodass sie es sogar schaffen, die Beine über Wasser zu halten. Das sehe dann so aus. Es wird kein Drehmoment erzeugt, denn die beiden Kräfte, FA, die Auftriebskraft und die Gewichtskraft, greifen fast am selben Punkt an. Weiter geht's mit dem griechischen Erfinder und Forscher Archimedes. Der hat nämlich folgenden elementaren Satz auf die Beine gestellt. Der Auftrieb, den ein Körper in einer Flüssigkeit oder einem Gas erfährt, ist genauso groß wie die Gewichtskraft der Menge an Flüssigkeit oder Gas, die er verdrängt. Ich könnte meine Hand jetzt also in ein randvolles Glas reintunken. Das Wasser, das überläuft, müsste ich dann nur noch messen, und zwar dessen Gewicht, und schon wüsste ich, wie schwer meine Hand ist. Dies haut ungefähr hin, weil die Dichte des Wassers ähnlich wie die Dichte der Haut ist. Das, meine Lieben, das sagt das Prinzip des Archimedes aus. Es kann in drei Fälle unterschieden werden, und zwar einmal kann die Auftriebskraft größer sein als die Gewichtskraft, der Körper, der schwimmt also auf der Wasseroberfläche. Ein Körper schwebt, wenn beide Kräfte ungefähr gleich groß sind, und der Körper fängt an zu sinken, wenn dessen Gewichtskraft größer ist als die am Volumenmittelpunkt angreifende Auftriebskraft. Um euch das näher zu verdeutlichen, führen wir ein kleines Experiment durch. Man nehme dazu ein Glas voller Wasser, aus dem Wasserhahn natürlich, und ein Ei, welches man in das Wasser reintunkt. Wie wir sehen können, dominiert momentan die Gewichtskraft, denn das Ei ist am Boden. Wir wollen die Dichte des Wassers so verändern, dass das Ei anfängt zu schweben und anschließend auf der Wasseroberfläche zu schwimmen. Dazu kippen wir dafür weise Salz ins Glas Wasser. Und wir sehen, dass wir die Dichte des Wassers schon so verändert haben, dass beide Kräfte, Auftriebskraft und Gewichtskraft, ungefähr gleich groß sind. Das heißt, unser Ei schwebt momentan im Glas. Wenn wir jetzt noch einen Löffel hinzufügen, dann schwimmt unser Ei auf der Wasseroberfläche. Jetzt aber genug zum statischen Auftrieb, denn es gibt ja noch den dynamischen Auftrieb. Diese Art von Auftrieb wird durch Bewegung erzeugt. Durch die Geschwindigkeit und Lage bzw. Form, die ein Körper hat, wenn er durch die Luft fliegt, entsteht eine Druckdifferenz zwischen Ober- und Unterseite. Der Druck ist an der Oberseite des Körpers geringer und der Körper steigt auf. Berechnen lässt sich die dynamische Auftriebskraft ähnlich wie beim Formwiderstand. Statt dem bekannten Widerstandsbeiwert CW wird der Auftriebskoeffizient CA verwendet. Somit lautet die Formel F gleich die Formfläche A mal dem Auftriebskoeffizienten CA mal Rho durch 2 mal V hoch 2. Rho ist dabei die Dichte des Mediums, A die maximale Projektionsfläche und V Quadrat eben die Strömungsgeschwindigkeit. Beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der ein Diskus durch die Luft fliegt. Merkt euch, die Strömungsgeschwindigkeit V hat quadratischen Einfluss auf die Auftriebskraft. Das heißt, verdoppeln wir die Geschwindigkeit, so vervierfacht sich die Auftriebskraft. Ein weiterer bekannter Effekt im Sport, der auftritt, ist der Magnus-Effekt, dazu aber im nächsten Teil. Macht's gut!